Erinnerungen oder ersten Erinnerungen an die Lockerwiese? Das schöne Haus, wo wir gewohnt haben, die schönen Geschäfte in der Versorgungsheimstraße. Dann war die Treppe vom Haus herunter, wo ein schöner Fußballplatz war. Ich kann mich noch erinnern auf viel Schnee im Winter. Und das hat mir immer viel Freude gemacht, im Schnee zu spielen. Und in unserem kleinen Vorgarten ein Iglu zu bauen. Und das durfte ich machen. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Später kann ich mich erinnern, wie der Hitler nach Wien gekommen ist. Und ich habe gehört, dass jüdische Frauen die Pavements, was ist Pavements? Trottoir. Trottoir reinigen mussten. Und wie ich nach Haus kam, finde ich meine Mutter nicht. So bin ich herunter zu der Straße gegangen, aber ich habe Frauen gesehen, die da geputzt haben, aber meine Mutter war nicht da, das kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich erinnern, dass jedes Haus die Fahnen von oben bis zur Straße gehabt hat, mit einem Swastika drauf, mit dem roten Dings da. Und ich kann mich erinnern, wie meine Eltern gesagt haben, wir gehen zu der Großmama. Und es war am Nachmittag und, oder morgen, wo wir Mittagessen. Ich weiß, ich habe zu viel da getrunken. Und dann habe ich gesehen, dass wir eigentlich zum Flughafen gehen, weil wir aus von Wien herausfliegen nach England. Und ich kann mich noch erinnern, auf Wiedersehen sagen zu den Großeltern und zum Flughafen gehen. Und ich kann mich noch erinnern, es war Wien, Amsterdam, der erste Schritt. Und ich war, I was sick. Ich musste, weil ich viel zu viel getrunken habe. Das, Orangensaft, sowas, ja. Aber, und natürlich in das Aeroplan war nicht schön ruhig, und ich war furchtbar. Was ist das? Sick auf Deutsch. Krank. Gespieben. Ja. Ja, ist das, ja, das. So, das kann ich mich noch erinnern. Sie haben nur schöne und gute Erinnerungen an Wien. Ja. Wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, dass Sie jüdisch sind, dass Ihre Eltern jüdisch sind, hat die Religion bei Ihnen eine Rolle gespielt? Ja, wissen Sie, die Religion, wir haben Freitagabend immer Schabbat gehabt und da haben wir immer eine Schabbesüberraschung gekriegt. Mein Vater wollte, dass diese kleinen Kinder gern Freitagabend zusammen haben. Da haben wir eben eine Schabbat-Überraschung gekriegt. An das kann ich mich noch erinnern. Und Freunde eingeladen am Freitagabend. Und das haben wir auch in England gemacht. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie meine Eltern, mein Vater hat Violin und Viola gespielt, hat ein oder zweimal Leute eingeladen zum Haus, zusammen Quartett spielen. Auch eine schöne Erinnerung. Ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen an Wien. Und meine Eltern waren sehr glücklich dort. Aber mein Vater hat das Ganze so klar gesehen. Und wegen den Quäker sind wir alles als eine Familie rausgekommen. Die Kinder mit den Eltern, die Eltern mit den Kindern. Und dann meine Urgroßmutter mit 91 Jahren nach England gekommen ist. So, ein Großvater, den habe ich nie gekannt, der ist in Wien gestorben, schon vor meiner Geburt. Aber die anderen drei sind nach England und immer glücklich. Und
wie sie, wenn sie das erzählen, wie, der Hit, wie Hitler einmarschiert ist, wie die straßenwaschenden Juden, die sie erzählt haben, sie erzählen das, wie wenn es keine Gefährdung für sie gewesen wäre. Auch nicht. Ja, schon, das wollte ich nur, also Sie haben das damals... Ich weiß, das war furchtbar, dass man irgendeine Dame oder Herr bittet, da den Fuß weg zu putzen. Aber meine Mutter war nicht dabei, so okay. Und wo haben Sie die, wo war das eigentlich in Hitzing? In Leinzerstraße. Ja. Das war in der Leinzerstraße. Und ich kann mich noch erinnern, dass an dem Tag, wo der Hitler eingewandert ist, dass die Aeroplane den ganzen Tag drüber geflogen sind. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern sagen, wie viele Aeroplane sind da? Und ich kann mich noch erinnern, mein Vater sagt mir, die fliegen rum, das sind nicht frische und neue, dieselben fliegen herum. Und wann sind Sie genau, haben Sie Österreich verlassen? Der Hitler ist im März nach Wien 38 in Wien ein und wir waren im Juni heraus. Ich kann mich noch erinnern an Schönbrunn. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater, mein Bruder und ich genommen haben und hat dann so Schlangerl aus irgendwas, das man gegessen ist, uns gekauft. Das war, hat so wie ein Schlangerl ausgesehen, aber das haben wir gegessen. So solche Sachen. Er hat mir oft erzählt, dass Leute ihm gesagt haben, nein, du solltest nicht deine zahnärztliche Praxis da in Leins haben. Du solltest, was weiß ich, in... Ja? Und er hat große Freude gehabt und es ist sehr schön funktioniert, seine Praxis. Und wir sehen die Bilder von seiner Praxis. Und Sie haben gesagt, er hat die Geschichte mit dem Nationalsozialismus auch deswegen so früh gesehen, weil er in Deutschland war? Er war in Deutschland für ein Jahr für sein sechsjähriges Medizinstudieren. Und das war in der zeitlichen Zeit von Hitler. Und er hat gesehen, wie jeder das akzeptiert. Heil Hitler und die Juden sind Dings und die Juden sind das. Und da hat er, da ich meine Mutter hat eine ältere Schwester gehabt. Und die war sehr gut an Sprachen, englische Sprache sehr gut. Und sie hat für eine Wiener Firma gearbeitet und hat die Korrespondenz mit einer Manchester Textilfirma gemacht. Briefe. Und ein Brief zum anderen Brief und die Briefe haben zu einem persönlichen Zusammenhang mit einem Engländer, der in einer Textilfirma gearbeitet hat, der mit ihr Briefe geschrieben, der hat sich Percy Long genannt. Und eins macht das nächste und eines Tages hat sie ihn geheiratet. Und zwei Jahre später hat sie sich das Leben genommen und ist hier in Schiedl gemarried. Ist das bei dem Deutsch? Begraben. Und meine Eltern sind zu diesem Begräbnis natürlich gekommen. Und dieser Percy Long hat öfters zu den Quakers gegangen für die Religion und das Begräbnis war so halb Quaker. Und durch das haben meine Eltern die englischen Manchester Quakers getroffen, die uns dann, das war im 36 Jahr, und zwei Jahre später haben diese Quakers uns gerettet. Wir haben dort und hier so eine freundliche Heimat gehabt. Hier musste mein Vater zuerst das letzte Jahr von Universität wiederholen,
hat er seine Praxis angefangen. 18 Monate später war die Heimat, die wir dann vor kurzer Zeit gehabt haben, und die Praxis in einer Nacht ausgebombt. Sind wir nach Llandudno gegangen, das war in North Wales, so viel weiter weg von Deutschland. Und alles war normal. Was sehr geholfen hat, was das mein Bruder und ich immer in der Boarding School waren, weg von Manchester. Aber wie meine Eltern, man spricht öfters, wie schwierig eine Schwiegermutter ist. Meine Mutter hat drei Schwiegervater, Schwiegermutter, ihre eigene Mutter und Schwiegergroßmutter. Und meine Mutter hat das gemacht und es war schön im Heim. Wir sind dann nach Llandudno, auch dort. Dort ist meine Großmutter gestorben. Aber wir sind dann 4 Jahre später wieder zurück nach Manchester. Und alles das haben unsere Eltern so gemacht, als wie wenn es tägliche Sache wäre. Geschichte? Mein Bruder in Wien hat schon Klavierstunden gehabt von die Frau Professor Morris Rosenthal. Das war ganz, ganz berühmt. Viel in Amerika gespielt. Er ist gestorben und die Frau Professor Rosenthal ist öfters nach England gekommen, hat mit uns in Manchester gewohnt und ihr Mann war der wirklich berühmte Klavierspieler, Morris Rosenthal. Aber Frau Professor Rosenthal war eine fantastische Klavierlehrerin und hat meinen Bruder viele, viele Stunden schon in Wien, aber auch in England gegeben. Und dann, weil meine Eltern immer Kammermusik gespielt haben, immer. Zum Beispiel, mein Vater hat Quartett gehabt, gespielt, und da war eine jüdische erste Violine vom Halle-Orchester, die Dame hat er bezahlt, und dann 3 andere mitgespielt, dass das wirklich schön war. Aber auch ziemlich gut Quartettspieler haben übernachtet bei meinen Eltern. In England dann? In England. Und es war immer schön. Musik. Mein Vater hat immer gesagt, er wird nie zurück nach Wien gehen. Ich wusste, dass meine Mutter gehen wollte. Ich war in München eingeladen, einen Vortrag zu geben. So habe ich zu meinen Eltern gesagt, kommt beide und zeigt mir Wien. Und meine Eltern sind beide gekommen und wir haben wirklich 4, 5 wunderschöne Tage in Wien gehabt. Aber wir haben auch natürlich die Oper sehr genossen und alles sehen und der Prater gesehen. Ich kann mich noch erinnern, mit den Eltern. Und Sie haben gesagt, wenn Sie entscheiden, nach Wien zu fahren, das Erste ist, Sie schauen immer, was in der Oper los ist. Und wenn was wirklich Schönes ist, dann gehen wir die Tage dort, ja. Oder bleiben noch einen Tag länger, wenn was fix ist. Und was sehen Sie? Was ist Ihr Lieblings? Oper.